So, weiter geht's. Neue Aufnahmesession, wenn man so will, und ich bin wieder mit dabei. Und ich habe die Zwischenzeit genutzt zwischen meinen beiden Aufnahmeterminen, um mir natürlich ein paar Gedanken zu machen über unsere strategische Situation und über das Vorgehen im Norden wie im Süden. Und ich habe mir dabei überlegt, dass es tatsächlich die beste Idee ist, erstmal kontrolliert Karelien sozusagen aufzugeben. Also diese Armee hier zurückzuziehen nach Ingermanland, wo hier bereits zweimal Linieninfanterie bereitstehen und ich gleich Artillerie ausbilden werde, mindestens drei Einheiten, um die Armee sozusagen praktisch voll zu bekommen und mit Artillerie zu verstärken. Eine Kavallerieeinheit könnte sie vielleicht auch nochmal vertragen, je nachdem, wie gut ich gleich handeln werde bei den Technologien mit den anderen Staaten. Und dann werden wir sozusagen erst wieder angreifen. Also ich ziehe diese Armee jetzt zurück. Da ist St. Petersburg. Und hier sind wir jetzt sozusagen, wenn ich einmal Miliz gleich weglasse, 16 Einheiten bereits. Und ich baue sofort 2x12 Pfünder und möchte gerne noch ein weiteres 12 Pfünder und einmal ein Regiment zu Pferde noch hinzuziehen. Und da bietet es sich an zu handeln. Die Inuit vielleicht, die könnten das hier gebrauchen. Messwerkzeuge und einfache Dampfpumpe zum Freundschaftspreis von 1000 Goldstücken. Das machen sie auch. Herzlichen Dank. Dann ist die dritte Kanone bereits drin und wir können. Ach ja, es ist ja erstmal nächste Runde dann fällig, ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Dann, wenn ich hier jetzt baue, bringt es auch nichts, weil die müssen erstmal dahin. Ich könnte jetzt direkt noch eine Truppe abziehen. Und dann hier eine nachbauen. Das könnte ich auch noch machen, sozusagen. Aber dann bräuchte ich ohnehin ein bisschen mehr Zeit. Gut, dann müssen wir uns mit den beiden Kanonen begnügen, denke ich. Wir werden es auch so schaffen, denke ich. Und ich bin mal gespannt, wie die Schweden sich hier dann verhalten. Kann ich die Armee vielleicht noch hier rausziehen, sozusagen retten? Geht das? Oder würde die sofort abgefangen? Die würde sofort abgefangen. Ja, das ist kein Wunder. Gut. Diese Flotte bewacht eigentlich nur unsere Gegend hier. Natürlich könnten wir damit auch die Schweden ärgern, aber die Schweden haben natürlich auch vielleicht so eine kleine Flotte. Deswegen will ich die Schweden auch nicht unnötig provozieren. Ich lasse die Flotte einfach mal da. Und hier im Süden ist es so, dass die Osmanen mit schwachen oder schwächeren Kontingenten in unserem Reich stehen. Wir konnten ja in der letzten Schlacht merken, wie schwach die Osmanen sind. Und diese Armee wird hoffentlich Tiflis angreifen und nicht irgendwie hier rum geiern. Das glaube ich aber kaum, weil wir eigentlich, die Osmanen müssen eigentlich angreifen. Davon bin ich überzeugt. Gut. Die Perser, mit denen ist erstmal Frieden angesagt. Und ich habe mir noch eine zweite Strategie überlegt, neben der Strategie für den Norden, die darin bestehen wird, wie gesagt, Karelien erstmal kurz aufzugeben und dann gleich zurückzuerobern. Habe ich mir überlegt, da die Osmanen ja partout keinen Frieden wollen, im Süden noch aktiver zu werden als ohnehin schon. Armenien soll nur der erste Schritt gewesen sein. Ich möchte auch in den Süden, und zwar nach Mesopotamien vorstoßen, habe ich mir überlegt. Erster Grund dafür ist, dass Mesopotamien einen genialen Hafen hat. Hier am Persischen Golf, der uns neue Handelsrouten ermöglicht, wenn denn wieder welche frei werden, der uns halbwegs sichere Routen ermöglicht. Und wo wir endlich sicher Handelsschiffe bauen können, um vielleicht doch noch ein bisschen was vom Welthandel abzubekommen. Hier sind zwar die Osmanen vertreten in diesem Punkt, aber hier zum Beispiel sind Spanien, Persien, Genua. Also irgendwo können wir sicherlich ein paar Schiffe hinstellen oder hier in die Ostindischen Inseln vielleicht auch. Das müssen wir dann mal gucken. Das wäre ganz, ganz großer Schritt auch zum Geldverdienen. Hinzu kommt, dass Mesopotamien selbst eine relativ reiche Provinz ist. Es gibt schon zwei Städte, die sich entwickelt haben. Es gibt einen Bauernhof hier. Es gibt noch mindestens zwei weitere Städte, die sich entwickeln können. Najaf nämlich und Kut. Das kennen wir noch aus unserem Osmanen-Let's Play. Und sogar eine zweite Handelsware. Neben den für uns so wichtigen Pelzen hätten wir auch mit dürftigem Ertrag zwar nur, aber immerhin eine kleine Baumwollplantage. Und Mesopotamien selbst ist eine Großstadt. Also, wir hätten hier einiges an Potenzial für eine reiche Provinz mit strategisch hervorragender Lage und wir würden natürlich die Osmanen weiter schwächen. Das sind also die Beweggründe für mich, dass wir dort eigentlich mal hingehen sollten in den kommenden Runden. Da werde ich sozusagen die Truppen aus Georgien vielleicht weiter verschieben nach Jerewan oder hier auch in die Eisenmine, um sozusagen die osmanischen Angriffe auf Georgien und Armenien abzublocken und dann mit der großen Armenienarmee durchmarschieren gen Süden. Das scheint mir ein gutes Vorgehen zu sein. Und bis dahin müssen wir uns unseren inzwischen passablen Einkünften sowie unserem Technologienhandel über Wasser halten. In drei Runden ist auch die Militärakademie fertig in Moskau. Dann geht es auch weiter mit der Forschung. Hier Landwirtschaft sind wir jetzt praktisch fast durch, wenn wir die Trockenlegung und Dampfmaschinen haben. Der Rest ist nicht so wichtig für uns. Und auch in der Industrie, vor allem in der Metallindustrie, geht es gut voran. In der Philosophie sind wir weltweit führend. Und das muss auch dringend so bleiben. Und auch mit den Militärforschungen hier zu See werden wir ein paar Sachen machen.
In Zukunft, bei der Artillerie sind wir noch ein bisschen hinterher, aber da werde ich in Zukunft auch mehr drauf forschen. Also im Forschen, das ist unser geringstes Problem, ganz im Gegenteil, da sind wir wirklich führend. Gut, so viel hierzu. Jetzt habe ich natürlich hier in Engermanland nicht die Möglichkeit, mehr Truppen auszubilden, leider. Ich hätte natürlich gerne, bei der Drillschule könnten wir dann 2 ausbilden, hier können wir 1, okay, da wären 3 Truppen immerhin, also gut, das, naja, jetzt ist es auch egal. 2 Kanonen müssen dann eben im Zweifelsfall mal reichen. Und hier in Moskau, gut, was haben wir denn hier? Kosaken könnte man hier ausbilden, das ist so eine Spezialeinheit, aber ich glaube, wir sind mit den bisherigen europäischen Einheiten sehr, sehr gut gefahren und sollten dementsprechend auch so weitermachen. Gut, dann würde ich sagen, wenn ich mal gucke, was die Perser hier machen, die bauen die Landgewinnung zu Großgrundbesitzen auf, Donnerwetter, das ist nicht schlecht, dass ich jetzt weitergehe in die nächste Runde und dass ich mir ansehe, was unsere Gegner machen. Ich hoffe, dass sie nicht allzu schlimmes Zeug tun. Und wir haben auch jede Menge zu tun. Wir müssen so viele Straßen noch bauen. Wir müssen jede Menge Gebäude noch bauen. Zum Beispiel hier in Kiew. Natürlich in St. Petersburg selbst könnte man dann die Akademie die letzte noch aufrüsten von den dreien, die wir, von den drei Großstädten, die wir aktuell halten. Wir müssen natürlich jede Menge Industrieanlagen noch aufrüsten, mindestens auf Stufe 2. Wir können Verwaltungsgebäude aufrüsten, vor allem diesen mittelreichen Provinz wie Tartarien, wo das wirklich auch Geld bringen würde und so weiter und so fort. Dazu Pelzproduktion aufrüsten, noch einen Bauernhof hier. Aber das kommt dann alles zu seiner Zeit. Ich gehe jetzt erstmal weiter in die nächste Runde und sage, weiter geht's. So, gleich werden erstmal die Osmanen ziehen. Ihre Edelleute zuerst. Und sie greifen tatsächlich Tiflis an. Und marodieren auch noch in unserer Eisenwerkstatt. Und die Schweden greifen ebenfalls an. Karelien. Hier machen wir automatische Schlacht. Das würde sich hier gar nicht mehr lohnen. Und dadurch verlieren wir jetzt leider Karelien. Ihre Truppen verziehen sich so halb. Da muss ich gleich mal gucken, wo die stehen. Auf jeden Fall haben sie weit auseinandergezogen. Und vielleicht können wir noch letztes Mal versuchen, diese eine Artillerieeinheit da oben zu vernichten. Wenn es nicht klappt, ist es auch kein großes Drama. Ansonsten hat es sich so entwickelt, wie ich das gehofft und erwartet hatte, ehrlich gesagt. Also, wir haben über 5000 Goldstücke. Das ist schon mal gut. Die Armee wurde vernichtet. Dieser Raubzug hier, da wird jetzt erstmal repariert für ein paar 150 Goldstücke. Und hier in Georgien werden wir jetzt gleich uns erstmal frei kämpfen in einer Schlacht gegen die Osmanen. Und ich denke, die hier könnten wir auch nochmal vertreiben. Wobei unsere Armee noch nicht ganz aufgerüstet ist. So, dann haben wir in Engermanland Artillerie ausgebildet. Hier steht die erste schwedische Armee mit General. Und Tiflis wird belagert, das weiß ich. Karelien ist verloren, weiß ich auch. Und die Uferanlagen haben wir erforscht, während wir einen Feindspion enttarnt haben, was uns aber jetzt leider erstmal nicht viel nützt. Gut, der ist leider sehr, sehr ärgerlich hier, dieser Feindspion. Aber gut. So, dann erstmal die Forschung. Hier kann, glaube ich, alles so bleiben, wie es ist. Nur Suben Kale sollte vielleicht etwas anderes machen. Verbesserte Granaten. Eine Runde. Komm, das machst du erstmal. Das wurde scheinbar schon mal angeforscht, bevor ich es abgebrochen habe. Dann machen wir das erstmal zu Ende. Zumal ja unsere Mörsereinheiten, die wir haben, diese Handmörserkompanien, auch mit Granaten kämpfen. Gut, und ja, das haben wir schon mitbekommen. Gut, also, wir haben einiges an Geld und dieses Geld möchte ich auch sinnvoll investieren. Wir können jetzt übrigens die letzte Straßenstufe bauen, weil wir die Werkzeugmaschine schon haben, seit einigen Runden schon, aber das lassen wir erstmal drauf bleiben, weil das kostet viel zu viel Geld. Ich denke, dass ein Angriff auf diese Armee erstmal logisch richtig ist, weil sie ja hier vorne steht. Ich versuche erstmal die kleine Artillerie da oben nochmal zu vernichten, das wird bestimmt nicht klappen. Nein. Dann ist die Armee auch weg, okay. Ist nicht so wichtig gewesen. Und hier könnten wir vielleicht versuchen, zuerst mal den schwedischen General abzumurksen. 31% Chance ist nicht so viel. Bevor ich den Agenten verliere, lasse ich das mal lieber bleiben. Haben wir eigentlich 2 Agenten? Ne, wir haben 6 Edelmänner, 1 Lebemann, 1... Ich brauche übrigens noch einen orthodoxen Missionar, da steht mir auch noch zu. Und noch einen weiteren Agenten. Das ist mir nur so eingefallen, weil wir haben jeweils ein Gebäude dafür. Wir haben hier die Poststation und wir haben auch die Kirche. Also steht uns eins weiter jeweils zu. Die brauchen wir auch dringend. Beide. Im Süden brauchen wir Agenten und wir brauchen auch im Osten, im alten Osten unseres Reiches auch noch Agenten. Und auch noch in Mesopotamien werden wir auch noch, Briefsammler meine ich, auch noch aktiv werden müssen.
Gut, also was mache ich mit dem? Ich könnte mal ihn hinschicken nach Finnland, um zu gucken, was hier so los ist. Richtung Abo. In 3 Runden ist er auch schon da. Erstmal nur gucken und noch nichts machen. Und ich fange mal an, würde ich sagen, wir haben ja auch ein paar unverletzte Truppen, die könnten wir natürlich rausnehmen und dann damit die Osmanen schlagen. Nein, wir fangen an damit, Tiflis zu befreien. Und bei der Befreiung von Tiflis müssen wir darauf achten, dass wir die feindliche Armee möglichst komplett vernichten. Wir können natürlich. Hier haben wir leider kaum Kavallerie. Wir könnten natürlich ein bisschen Kavallerie noch hinzuziehen, indem wir diese Armee einfach diesen Trupp abziehen und dahin stellen. Und als Verstärkung in die Schlacht dazukommen lassen, wenn das dann funktioniert. Ich hoffe, das funktioniert. Ich speichere mal ganz kurz. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Näher dran geht auf gar keinen Fall, weil ansonsten kommt er in den Einflussbereich und dann werden wir abgefangen am Ende noch. Diese Armee wird jetzt erstmal angreifen. Und wir bekommen keine Verstärkung. Das ist schade. Wäre es osmanische Einheit, würde garantiert Verstärkung gegeben. Ich kenne das Spiel inzwischen. 3 Kavallerieeinheiten, die müssen wir sozusagen einfangen, weil das das Schwierigste ist, die komplett zu vernichten. Und die Infanterie und diese schwachen Einheiten, die können wir hoffentlich umzingeln. Die Artillerie zu vernichten ist meistens kein Problem. Und die Janitscharen sind auch Infanterie. Also ich gehe auf in die Schlacht. Um Tiflis, diesmal als Verteidiger. Also Tiflis kommt immer wieder offensichtlich. Und wir liefern uns eine zweite große Schlacht gegen die Osmanen. Wir sind klar überlegen, taktisch und technologisch. Also das Ziel ist nicht einfach nur zu gewinnen, das Ziel ist, die osmanische Armee komplett zu vernichten. Komplett. Damit keine Reste übrig bleiben und die Osmanen an dieser Front im Idealfall komplett zusammenbrechen. In Georgien, in Armenien. Und dann mittelfristig oder kurzfristig, besser gesagt, auch in Mesopotamien, was ich hier angreifen möchte. Wir könnten dafür das Straßensystem natürlich in Armenien und Georgien noch ausbauen. Allerdings hat das natürlich auch den Nachteil, dass das Straßensystem auch von unseren Gegnern genutzt werden kann, also um schneller Truppen hin und her zu schieben. Es hat alles einen Vorteil und Nachteil, ein zweischneidiges Schwert sozusagen. Aber jetzt müssen wir uns erstmal darum kümmern, dass wir die Osmanen aus Tiflis verjagen. Und zwar endgültig. So, es ist richtig scheiße Nebel. Da sehen wir fast nichts. Hier sind irgendwo die Osmanen. Mehr kann ich leider noch nicht sagen, weil es wirklich so nebelig ist. Wir haben Artillerie, das ist schon mal schön. Ich kann auch kein klares Schussfeld irgendwie erkennen, so recht. Hier scheint ein großer Hügel zu sein, ja. Dann macht es Sinn, die Artillerie hier aufzustellen. Und erstmal noch nicht abprotzen zu lassen, weil wir sicherlich noch nach vorne gehen müssen. Das hat die Erfahrung der letzten Schlachten gezeigt. Und dann wäre ich die klassische Aufstellung mit Linieninfanterie. Ja, machen wir das mal so. Wir haben noch ein paar Bürger. Die werden gleich dazukommen, sozusagen. Ihr plus ihr plus ihr dahinter. Und dann machen wir hier Nummer 2. Genau. Und dann nehmen wir jetzt die sibirischen Jäger mal hier auf diese Flanke. Mit Plänkelmodus würde ich sagen, falls der Gegner zu nahe kommt. Und dahinter dann die letzte Einheit. Ja. So, der General geht hier hin. Wir haben einmal Kavallerie, die kommt zur Unterstützung auch auf diese Flanke. Und die Bürger, ja, die könnten wir einfach einmal hier so vorne hin. Nee, das macht gar nichts Sinn. Die Bürger kommen hier hin. Als Flankenschutz, als schwacher Flankenschutz. Und ich sage, auf geht's in die Schlacht. Und ich kann kaum erkennen, wo die Osmanen. Da sind die Osmanen. Irgendwelche roten Fahnen, mehr sehe ich noch nicht. Alles andere geht auch nach vorne, dann läuft am besten mal. Wir haben nicht ewig Zeit hier, wir wollen die Kampagne auch irgendwann nochmal gewinnen. Und die Artillerie muss natürlich auch nach vorne. So. Generalissimus und die Kavallerie. So, wir werden wieder beschossen von irgendwelchen kloppen Einheiten. Oh, Vorsicht, Hells. Oh, los weg hier, los weg hier. Diese Orgelkanonen sind ja lustige Einheiten, drollig. Die stehen hier, sind befestigte Artillerie, soweit ich weiß, können sich nicht bewegen, genau, weil keine Pferde da, ist das mal ein Zeichen für befestigte Artillerie. Hier kommen die ersten Tataren. Und, gut. Ich weiß nicht, ob die Osmanen sich überlegen wären, müsste eigentlich sein. Die müssen sich überlegen fühlen, weil sonst hätten sie uns nicht belagert. Also die KI belagert nur dann, wenn sie sich wirklich überlegen fühlt. Unsere Artillerie muss weit nach vorne. Was wird das gar nichts. Und die Truppen auch. Die auch.
alle noch frisch. Dann laufen wir ein bisschen.